Hallo, in diesem kurzen Video möchte ich euch Microsoft OneNote vorstellen. Das ist eine Art digitales Notizbuch, das man alleine oder mit mehreren erstellen kann. Man hat eigentlich alle Möglichkeiten, die die normalen Notizbücher auch geben, also ist sehr, sehr frei in der Gestaltung derselben. Die digitale Form hat natürlich den Vorteil zum einen, dass man eben mit mehreren gleichzeitig in dieses Notizbuch reinschauen kann, es bearbeiten kann, zum anderen, dass man zum Beispiel nach Begriffen suchen kann. Und insgesamt einfach seine Notizbücher einfach in einem Ort zusammen organisieren kann. Ich bin hier in einem Dialog, wo man ein solches Notizbuch anlegen kann. Ich kann das entweder im Web tun, wenn ich halt mit mehreren zusammenarbeiten möchte, im Netzwerk, das heißt bei mir dann im Intranet, wenn es zum Beispiel an der Uni ist oder an einer Firma, oder bei mir eben dann lokal auf der Platte. Schreiben wir zum Beispiel mal hin, das ist mein Notizbuch rund um die Universität, dann erstelle ich das. Wir können hier sehr, sehr schön sehen, wie ein solches Notizbuch strukturiert ist. Wir haben hier oben solche Reiter. Ich kann also diese Reiter hier zum Beispiel umbenennen. Sagen wir mal, das ist alles, was mit Vorlesungen zu tun hat. Hier haben wir zum Beispiel Seminare. Und hier schreibe ich zum Beispiel Firmenkontakte rein. So. Des Weiteren können wir dann hier entsprechend Seiten erzeugen. Das heißt, unter diesen Reitern kann ich also beliebig viele Seiten in dieses Notizbuch reinschreiben. Sagen wir hier zum Beispiel Firmenkontakte, die ich heute habe. Sagen wir mal, hier schreibe ich Firmenkontakte rund um die CeBIT, die ich irgendwo mal gemacht habe. Dann kann ich hier an beliebiger Stelle Notizen einfügen. Also das ist eine Notiz. Ich kann zum Beispiel auch, das ist interessant, automatisch Tabellen erzeugen. Also ich kann hier was schreiben, mit Tab an der nächste Zeile erzeugen und mit Return entsprechend hier automatisch diese Tabelle entsprechend füllen. Ein weiteres sehr interessantes Feature an der Stelle ist, dass ich auch aus anderen Quellen sehr, sehr leicht Informationen hier reinstellen kann und die Quellenangabe automatisch mit dabei habe. Also nehmen wir zum Beispiel mal an, ich habe hier irgendeinen Artikel über Leuchtdioden gefunden. Ich bin jetzt hier auf Wikipedia und möchte hier zum Beispiel ein Bild zum Beispiel verwenden in meiner Arbeit. Kann ich also hier entsprechend kopieren. Und gehe dann hier zum Beispiel rein und kann das Ganze hier einfügen. Und wir sehen hier unten gleich automatisch entsprechende Quellenangabe dazu. Eine weitere Möglichkeit ist auch, dass ich zum Beispiel aus Word-Dokumenten automatisch oder Word-Dokumente automatisch entsprechend einfügen kann. Ich habe hier zum Beispiel ein Dokument, wo das Funktionsprinzip einer LED dargestellt wird. Das habe ich jetzt auch einfach der einfache halbe aus diesem Wikipedia-Artikel kurz rausgenommen. Es kann aber auch irgendein anderer Text sein, den ich hier auf meiner Platte habe. Und ich kann jetzt reingehen und sagen, einfügen, und zwar als Dateiausdruck. Und jetzt gehe ich hier hin ein, habe hier mein Funktionsprinzip LED-Doc und jetzt wird das entsprechend hier in das Dokument eingefügt, sodass wir dann hier, da haben wir es, hier automatisch dann eben auch diesen Text hier mit drin haben. Also auch hier entsprechend interessant, auch hier steht die Quellenangabe mit dabei. So. Dann können wir zum Beispiel noch, genau, das ist auch noch ein sehr interessantes Feature, und zwar, ich kann natürlich auch Bilder hier mit reinnehmen. Also nehmen wir mal an, ich war jetzt auf der CeBIT und habe hier einen interessanten Kontakt gehabt und habe jetzt einfach den die Visitenkarte hier einfach mal abfotografiert oder abgescannt. Ich kann das Bild natürlich hier auch entsprechend mit reinpacken. Das Interessante ist jetzt, dass ich diese Notizbücher durchsuchen kann und dabei nicht nur die entsprechenden Texte, wo dieser Suchbegriff auftaucht, gefunden werden, sondern zum Beispiel auch, nehmen wir zum Beispiel XYZ, ich suche nach XYZ Consulting, auch, wir sehen das hier an der Markierung, entsprechend in diesen Bildern hier gefunden wird. Das funktioniert nicht in allen Bereichen, das
Bild muss schon relativ scharf sein, aber auch hier haben wir sozusagen eine Textsuche, die auch in diese Bilder hineingeht. Also von der Seite her ein recht mächtiges Werkzeug. Wie gesagt, ich habe die Möglichkeit, damit umfangreiche Notizbücher anzulegen, zu pflegen, Meeting Minutes zu erstellen, Rezeptesammlungen. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, mit OneNote Notizbücher und Mitschriften entsprechend zu hinterlegen und zu hinterlassen. OneNote ist einer der Bestandteile der MSNAA, das heißt, die berechtigten Studierenden an den entsprechend ausgestatteten Universitäten können sich diese Software kostenlos runterladen.